Als ich dann gehört hatte, ja, dass es hier in Wetzlar stattfinden wird, habe ich mich nicht genötigt gefühlt, aber da habe ich auf jeden Fall gedacht, das wäre, denke ich, das schönere Ende hier in der Heimat. Insgesamt gibt es einfach sehr, sehr viele Termine. Es werden immer mehr Turniere miteinander verknebelt. Es entstehen aus Turnieren Qualifikationsmeisterschaften für andere Turniere und dadurch, ja, ist es nicht weniger geworden und ich bin leider auch nicht jünger geworden. Die Knochen, ja, zwicken leider immer öfter und deshalb, ja, muss man seinen Terminkalender, ja, sich genau durchsehen und da ist jetzt leider, ja, die deutsche Meisterschaft darunter gefallen, ja, wo ich gesagt habe, ja, ich habe jetzt so häufig gespielt, habe sie auch relativ oft gewonnen und ich denke, da kann man dann einen Schlussstrich drunter ziehen. Ihr dürft fragen. Brauchen wir ein Mikrofon? Ja. Welches Mikrofon? Ich gehe mal grundsätzlich mal weiter. Ja. Raul, kannst du das Mikrofon hochhalten? Timo, ja, hallo von mir. Du hast die Entscheidung jetzt relativ früh bekannt gegeben und ich glaube, jeder hat Verständnis, wenn du mit Blick auf deine internationalen Verpflichtungen jetzt erstmal keine Deutschen spielen möchtest, aber irgendwann kommt dir der Tag, da spielst du international nicht mehr Tischtennis. Dürfen wir daraus folgern, dass du dann noch national nicht mehr Tischtennis spielst? Könnte es nicht sein, dass du dann nochmal sagst, ach, jetzt spiel auch nochmal eine Deutsche, kann ja lustig sein. Ja, so weit bin ich mit meinen Gedanken natürlich noch nicht wie du. Nee, ich denke, dass das dann auch endgültig sein wird. Man weiß ja nie, aber ich denke schon, dass es ein endgültiger Entschluss ist. Und ich konzentriere mich jetzt wirklich auch nochmal auf die internationalen Turniere. Habe da, denke ich, in den letzten 2 Jahren echt nochmal gut Gas geben können, gute Ergebnisse erzielt und es hat mir auch nochmal eine Menge Spaß gemacht. Zudem habe ich auch im Verein, ja, meine Verpflichtung, habe dort einen Vertrag bis 22 und wie gesagt, ich muss einfach auch irgendwo ein bisschen ökonomisieren und mir tut es auch irgendwo leid. Ich habe die deutschen Meisterschaften immer gespielt, wenn es irgendwie geht. Ich glaube, 3, 4 Mal musste ich leider passen aus Verletzungsgründen oder Krankheit, aber sonst habe ich immer versucht zu spielen und deshalb denke ich, ist so der Schnitt dann auch okay. Wer war noch? Bitte, Frau Hamburg. Ich schaffe das ohne Mikro. Ich bin auch drin. Timo, Sie haben erste Mal für Deutschland in Warschau gespielt. Werden Sie nächstes Jahr bei Europameisterschaften in Warschau spielen? Gehe ich von aus. Das schaue ich mir live an. Danke. Ja. Ja, bitte. Aber auch laut sprechen ist egal. Vielleicht. Ich meine, Wunder, dass wir dran sind. Hallo Timo, grüße dich. Das erste Spiel hast du jetzt gerade draußen gemacht. Wie war es so heute? Erstes Gefühl, jetzt da wieder mal zu spielen nach 5 Jahren? Ja, ich konnte mich so langsam auch wieder an die Halle erinnern, die Wege in die Halle, die Umkleide und so weiter. Hab mich auch gefreut, dass schon viel los ist in der Halle. Ist auch nicht selbstverständlich. Und von daher, ja, war es ein guter Auftakt, denke ich. Kein leichter Gegner. Gegen Liang Chu habe ich mich bisher immer schwer getan, auch in der Liga, als er noch in der ersten Liga gespielt hat. Von daher, ja, war es in Ordnung. Kollege von der FFH. Wie groß ist denn dann bei Ihnen die Motivation auf den 13. Titel jetzt bei den deutschen Meisterschaften? Groß, sehr groß. Ja, wenn ich irgendwo mitspiele, dann will ich natürlich auch möglichst gewinnen und gerade bei nationalen Meisterschaften. Aber es ist nicht einfach, das ist mir auch bewusst. Aber wie gesagt, es wäre natürlich ein schöner Abschluss, hier nochmal ganz oben auf dem Treppchen zu stehen. Wie sehr pusht es dann auch, dass es mit Wetzlar ein hessischer Austragungsort ist? Es war einer der Beweggründe, nochmal zu spielen, auf jeden Fall. Und von daher,
pusht mich das schon sehr. Viele Bekannte hier im Publikum, viele Freunde und Familie, und von daher, ja, werde ich mein Bestes geben. Dietmar? Timo, wie geht's dir, wenn du daran denkst, was du möglicherweise voraussichtlich, ich weiß, du denkst immer nur von Spiel zu Spiel, aber wenn man voraussetzt, du stehst morgen eventuell im Finale, was für ein Gefühl erwartest du oder gehst du da offen dran? Ja, wie gesagt, erstmal muss ich so weit kommen und dann lass es einfach auf mich zukommen. Wie war es denn bei der Anreise? Fragen wir mal so. Ja, die Anreise war ja sehr kurz, das war schon mal angenehm. Und ja, bisher hatte ich jetzt noch keine Gefühlsausbrüche, aber kann noch kommen. Weitere Fragen? Kollege Salmen? Da würde ich an die Fragen meines Vorredners anknüpfen. War es denn nochmal eine spezielle Vorbereitung auf das Turnier, auch emotional, wenn man bekannt gibt, dass man nun seine letzten deutschen Meisterschaften spielt und dann im Verlauf der Tage bis zum Turnier hin sich nochmal emotional da versucht auch zu festigen? Ja, die Vorbereitung war eigentlich relativ anstrengend, da wir nochmal ein Trainingslager hatten mit der Nationalmannschaft. Jeden Abend irgendwie, ich glaube um 9, halb 10 eingeschlafen. Das ist eigentlich nicht meine Zeit, aber war schon ziemlich ausgelaugt jeden Tag und habe gestern auch nochmal frei genommen, um so ein bisschen frischer auch wieder zu bekommen. Aber so eine mentale Vorbereitung habe ich jetzt nicht speziell gemacht. Wie gesagt, das lasse ich einfach auf mich zukommen. Klar wird es am Ende irgendwo so ein bisschen schmerzen, mit Sicherheit. Aber ja, deshalb spiele ich ja auch hier nochmal. Gerade hier in der Heimat. So. Herr Kramer. Mit Mikrofon diesmal bitte. Es wird nämlich auch mitgeschnitten. Nein, es wird auch direkt mitgeschnitten. Deswegen. Timo, Rossi hat unter der Woche vor dem Hintergrund deiner Begründung auf den Turnier, auf den DM-Verzicht gesagt, dass ihr Spieler vielleicht bei der ITTF als Einheit geschlossen auftreten solltet, um Dinge zu ändern. Tut sich da was in Spielerkreisen oder soll sich da was tun aus deiner Sicht? Du wärst ja sicher als einer der Wortführer geeignet. Also es gibt keinen Komplott oder Aufstand innerhalb der Spieler. Das ist natürlich auch ein System, ja, wo sich junge Spieler schnell nach vorne spielen können. Hat auch seine Vorteile. Für uns ältere Spieler ist es natürlich schon auch anstrengend und hart, ja, so viel auf Reisen wieder zu sein, auf der Tour zu sein. Ich habe früher immer versucht, da ein bisschen zu kürzen. Das geht jetzt leider nicht mehr. Aber wie gesagt, es hat alles seine Vor- und Nachteile und jetzt müssen wir es erstmal so hinnehmen, wie es ist und das Beste draus machen. So. Noch Fragen? Frau Schäbetz zuckt. Ja, Herr Hübner. Timo, in 7 Wochen gibt es ja die Weltmeisterschaften in Budapest. Hast du dich schon entschieden, dort nur im Einzel anzutreten oder spielst du vielleicht auch Doppel? Und hast du Informationen, ob dein Doppelpartner der vergangenen beiden WM-Turniere, der Malon, der hat sich ja sehr ein bisschen rar gemacht bei Turnieren, auch der mit dabei ist? Ich gehe mal davon aus, dass er dabei ist, aber ich habe jetzt nicht persönlich mit ihm gesprochen. Aber das Doppel-Malon-Boll wird es auf jeden Fall nicht geben, weil ich jetzt auch wieder mit deutschen Partnern spielen soll, auch im Hinblick auf Olympia, um uns da auch schon so ein bisschen einzuspielen. Das fängt jetzt auch bei den Katar Open schon an, da werde ich auch im Doppel antreten. Und ich gehe mal davon aus, dass ich mit dem Patrick Franziska dann auch zusammenspiele. Gibt es noch Fragen? Letzte Chance. 3, 2, 1. Timo, das ist meine letzte Chance auf ein Selfie. Geht das?
Das kriegen wir hin. Genau, das kriegen wir jetzt schnell noch hin. Dann bedanke ich mich, dass ihr alle da wart. Wir machen morgen wie üblich nach dem Halbfinale noch eine Bilanz-PK, aber da kriegt ihr nochmal genaue Informationen. Ansonsten vielen Dank. Frau Hamburg kriegt jetzt noch ihr Selfie und gutes Gelingen noch hier in Wetzlar. Okay.